Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Video möchte ich euch vier Spots zeigen für den C4-Glitch, Leute. So, ich fange auch direkt mit dem Video an, ohne Zeit zu verschwenden. Kommen wir nun zu Spot Nummer 1. Hierfür müsst ihr zur Absturzstelle gehen. Und zwar hier oben rechts an dem Baum seht ihr dieses Stück Stein hier. Was ihr macht, ihr duckt euch und lauft dagegen und schaut geradeaus, Leute, so wie ich es tue. So, das ist Glitch Spot Nummer 1. Spot Nummer 2 befindet sich ebenfalls an Absturzstelle und zwar ist es hier dieser Felsen. Ihr duckt euch und lauft hier an diese Kante zu. Leute, dieser Spot ist aber nicht sehr gut, weil der Megaton euch hier töten kann. Also nehmt lieber einen anderen Spot. Der dritte Spot befindet sich am Teich und zwar hier an diesem Felsen. Da duckt ihr euch und lauft dagegen und ihr könnt nun den C4-Glitch auch hier benutzen. Dieser Spot eignet sich auch besonders gut für die Evakuierungen, Leute. Einfach bei einer Evakuierung hier hinstellen und ganz easy die Zombies töten. So, kommen wir nun zum Spot Nummer 4. Hierfür, Leute, den kennt ihr wahrscheinlich auch alle. Hierfür müsst ihr einfach in den Tunnel hier ducken und gegen die Ecke laufen. Also meiner Meinung nach ist das auch der beste Spot, weil ich finde, die Zombies spawnen hier einfach am schnellsten und ihr könnt die Runden hier auch am schnellsten pushen. So, das war's dann mit dem Video, Leute. Falls euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like da, schreibt mir in die Kommentare und für all die, die noch kein Abo bei mir haben, können das sehr gerne ändern. Ciao.